Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFT Live Trading TV am Montag zum Wochenauftakt, hier 16. Januar. Die USA bleiben heute ja relativ dem Handel fern, die US-Börsen geschlossen dahingehend, aber der Rohstoff- und Forex-Markt gibt hier weiter Gas. Und wir hatten heute Morgen im JFT Devisenradar schon das WTI-Öl unter die Lupe genommen und wir schauen mal kurz im Stundenchart, was bislang passiert ist. Wir hatten hier heute Morgen die Bewegung, auch dann hier schon die hammerartige Kerzenformation, die dann tatsächlich weiteren Aufschwung brachte. Und ja, jetzt sahen wir dann letztlich doch keine direkte Fortsetzung des Aufwärtsimpulses und die Frage stellt sich, wie kann es jetzt heute eben noch speziell weitergehen? Ihr wisst, wenn ihr das JFT-Devisenradar von heute Morgen gesehen habt, dass wir ein sehr, sehr bullisches Pattern nach der FTSE-Vektorlogik vorliegen haben. Und auch, und das ist interessant zu sehen, der Ölpreis jetzt just eben nach seinem Ausflugsversuch nach oben, hier am Widerstandsbereich, der wurde hier kurzfristig bestätigt, um 53,30 nach unten hin abprallte, Rücklauf, neues Tagestief sozusagen, aber von diesem eben auf Stundenbasis nicht unterboten, signifikant wieder von unten kommend jetzt nach oben laufen will. Und es deutet sich tatsächlich gerade vor dem Hintergrund, ich möchte es nochmal darstellen hier, der bullischen FTSE-Vektorlogik mit sehr, sehr starken, beeindruckenden Pattern heute. Das habe ich wirklich selten gesehen. Hier 919 Erscheinungen mit einer Trefferquote von 74%. Das ist wirklich außerordentlich. Das heißt natürlich auch nicht, eine Trefferquote von 74% heißt eben, dass es ja in 26% der Fälle nicht klappte und eben auch hier das Gegenteil der Fall sein kann. Dennoch darf man aufgrund der bisherigen Performance jetzt hier die Risikoparameter schon etwas enger schnüren. Heißt, vom aktuellen Preislevel ausgehend sollte es im Ideal kein neues Tagestief geben. Das heißt, man hat hier eigentlich ein relativ beschränktes Risiko von ja, 50 Cent. Gehen wir mal ein Stück tiefer, machen wir es direkt rund oder unter das Fibo-Level selbst, beziehungsweise Fibo-Level, ja, das 50er-Level, die Unterstützung bei 52, 75. Könnte man theoretisch hier das Risiko setzen, muss aber gar nicht so weit sein. Aber vergesst nicht, das Öl ist sehr sprunghaft. Ja, also insofern geziemt es sich manchmal durchaus, einen weiteren Stopp zu platzieren. Aber unter Risikogesichtspunkten sollte es gar nicht dazu kommen. Insofern enges Risiko durchaus eine Idee, um dann hier auf der Oberseite sozusagen die Chance bis zum letzten Bewegungshoch zu sehen. Da sind wir schon mal ein Stück weit über dem Risiko. Im Ideal geht es natürlich dann hier an diese Trendlinie oder eben in Richtung des Pattern, was wir gesagt hatten, in Richtung 53,64 Dollar. Ja, noch ein Stück tiefer gehen das Ganze. Aber da hätten wir jetzt hier auf jeden Fall ein sehr schönes Chance-Risiko-Verhältnis, was sich eben aufgrund des aktuellen Rückgangs hier darstellt. Und insofern darf man mal gespannt sein, was der Ölpreis macht. Wir sehen jetzt gerade schon wieder einen kleinen Schlupf nach unten, was das Risiko noch mehr einschränkt. Das, wie gesagt, hier keine Handelsempfehlung, sondern reine Information, wie man hier den Markt covern könnte. Jeder ist natürlich des Risikosichts bewusst und man muss es natürlich auch hier immer unter dem Parameter sehen, dass man hier mit aller Vorsicht agieren sollte und hier nie Haus und Hof verwetten sollte. Die eigene Verantwortung hat hier natürlich das höchste Maß an Disziplin. Insofern auch immer wieder der Aufruf, dass man zwingend mit Stops arbeiten sollte, wenn denn nämlich das Szenario nicht aufgehen sollte, was man sich hier selbst zurechtbaut oder auch sozusagen als Information ein Stück weit verdaut und dann auch weiterspinnt im Sinne eines möglicherweise steigenden Ölpreises, darf man hier immer nie vergessen, dass es auch anders kommen kann und dann sollte man tunlichst nicht auf den Positionen sitzen bleiben. Also WTI-Öl weiter. Hier mit bullischem Grundton, das neue Tief bzw. der Rücklauf zum Tief lädt prinzipiell ein, um hier auf der Oberseite die Chance zu eröffnen. Das sollte das Öl auch versuchen heute mit dem Hintergrund des starken Patterns. Gelingt es nicht, ja, aufgrund dessen, dass es am Nachmittag hier dann liquiditätstechnisch sehr dünn wird, dann muss man davon ausgehen, dass wir hier ein Stück weit seitwärts oszillieren. Spätestens ab 18, 19 Uhr wird es dann wahrscheinlich sehr, sehr ruhig werden. Und dann bleibt nur eins, auf den morgigen Handelstag zu schauen. Das als natürlich Worst-Case-Situation. Faktisch sollte Öl aber hier nicht zwingend unter dieses 50er-Retracement-Level zurückfallen, weil auch, wie heute Morgen schon dargestellt, hier die Zone um 52 75 hier auch mit dem Tief vom 3.1./4.1. und auch mit dem Rücklauf hier im Sinne dieses Pullbacks am 10.1. durchaus eine signifikante Zone ist. Also hier sollte es im Idealfall tatsächlich nicht mehr runtergehen. In diesem Sinne, meine lieben Zuschauer, wünsche ich Ihnen trotzdem natürlich einen erfolgreichen Handelstag. Morgen sicherlich weitere Action, insbesondere auch beim britischen Pfund. Da darf man mal gespannt sein, was da noch passiert. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten. Ich wünsche erstmal einen schönen Ausklang und Horido und bis dahin, Ihr Christian Kämmerer. Ciao dabei.